Jason ist tot. Chris treibt ihm am Ende von Teil 3 eine Axt in den Kopf. Nach insgesamt 32 abgeschlachteten Teenagern, dickbäuchigen Polizisten und verwirrten Provinzdeppen ist Schluss und die Freitag der 13. Trilogie kommt zu einem halbwegs würdevollen Ende. Würde es da nicht diese zerbrechlichen Egos von Filmproduzenten geben? Der Filmproduzent Frank Mancuso Jr., Sohn von Frank Mancuso Sr., dem damaligen Chef des Studios Paramount Pictures, war der Produzent von Freitag der 13. Teil 2 und Teil 3. Trotz des großen finanziellen Erfolgs hatte er aber nicht das Gefühl, dass er genug gefeiert wurde für diese Filme. Daher wollte er sich nochmal beweisen und leierte einen vierten Film an. Zumindest ist das eine Version dieser Geschichte. Frank Mancuso hat das so formuliert. When we got done with three, I was like, okay, what I want to do now is I really want to bring this thing to an effective close. Hallo? Der Motherfucker hat eine Axt in seinem Gehirn stecken, Mann. Wie viel endgültiger kann das noch werden? Oh. Ich nehme alles zurück. Das Studio begann also mit der Produktion eines vierten Teils. Freitag der 13., das finale Kapitel, sollte dann wirklich das große Finale sein, mit der sich Jason von der Kinoleinwand verabschiedet. Für das große Finale engagierte man Tom Savini. Er war der Maskenbildner aus dem originalen Freitag der 13. Film und berühmt-berüchtigt für seine kreativen und meisterhaft blutigen Spezialeffekte. Wer, wenn nicht er, wäre besser dafür geeignet, den endgültigen Tod von Jason zu inszenieren? It's almost like I'm Dr. Frankenstein. I created the monster. Thank you for letting me kill the monster, which I did. Alles klar. Tom Savini ist am Start, der Sohn vom großen Studiochef hat freie Bahn und Jason hat auch endlich seine Endgegnermaske. In dem Film haben es also alle nochmal so richtig geil knallen lassen. Our next movie is Friday the 13th, the final chapter, an immoral and reprehensible piece of trash. It really makes me sad to think of all those moviegoers spending $4.50, $5, most of them teenage kids, sitting there watching this sad, cynical, depressing movie. Now, oh. Der Film startet in altbekannter Freitag der 13. Manier mit einem Rückblick auf die ersten drei Teile. Und ich muss gestehen, dass es dieses Mal halbwegs gelungen ist. Wir sehen nur die besten Kills und Ausschnitte, wodurch eine Art Best-of-Collage entsteht, die ordentlich Zug hat. I like it. Freitag der 13., das finale Kapitel, knüpft direkt an die Ereignisse des dritten Teils an. Wir befinden uns in der Scheune, in der Jason tot am Boden liegt. Die Leiche von Jason und die Leichen seiner Opfer werden zusammengepackt und ins Krankenhaus gefahren. Dort lernen wir dann einen unsensiblen Pfleger mit sexuell sehr fragwürdigen Ansichten kennen. Ist ein süßes Mädchen. War. Nein, ist sie immer noch. Axel hat es aber nicht nur auf die toten Mädchen abgesehen, sondern auch auf seine Kollegin. Komm zu mir in den Kühlraum. Da schließen wir uns ein heute Nacht. Was meinst du? Okay? Ist nicht drin, Axel. Ich werde dir keinen Orgasmus mehr vorspielen. Mädel, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Aber ich würde Axel nicht als Typen einschätzen, der besonders viel Wert darauf legt, dass du einen Orgasmus beim Sex hast. Um den Korb seiner Kollegin zu kompensieren, gönnt sich Axel dann erstmal etwas 80er-Jahre-Fitness-Softporno. Oh, Axel. Ach, Axel. Du und deine Schmuddelfilme. Seine Kollegin versichert Axel, dass sie nur gekommen ist, um sich die Nachrichten anzusehen und nicht, weil sie seinen D will. Was bei mir einige Fragen aufwirft. Warum gibt es in diesem Krankenhaus nur einen Fernseher und warum zur Hölle steht er im gleichen Raum, in dem die Leichen aufbewahrt werden? Angeblich soll das ja die Kühlkammer sein. Ein Fernseher in der Kühlkammer? What the fuck? Weil in den Nachrichten das Krankenhaus erwähnt wird, in dem die beiden arbeiten, wird Robbie auf einmal horny. Sie beginnt über Axel herzufallen. Das wilde Gefummel macht Jason so heiß, dass der ebenfalls mitspielen will. Sein Arm fällt von der Liege auf Robbies Oberschenkel. Das ruiniert die Stimmung und Axel kann dann doch keinen Stich landen. Himmel, Arsch und Zwirn, das darf doch nicht wahr sein! Ist denn du was zu fassen? Oh, beruhig dich mal, Axel. Man bekommt hier fast den Eindruck, als wärst du notgeil. Und man bekommt natürlich auch einen Eindruck davon, wie unterirdisch die Dialoge und die schauspielerischen Fähigkeiten in diesem Intro sind. Aber gut, in der Kernkompetenz von Freitag der 13. liefert der Film kurz darauf ab. Jason erwacht natürlich zum Leben, schnappt sich eine Knochensäge und schneidet Axel damit die Kehle durch. Danach schnappt er sich Robbie und ich glaube, da ist doch was dran an dem Gerücht, dass Fingernägel nach dem Tod weiterwachsen. Selbst für so einen Hinterwäldler-Rüpel wie Jason sind das verboten ungepflegte Fingernägel. Wie auch immer, er drückt Robbie gegen die Wand und schlitzt sie von oben nach unten auf. Und ihr fragt euch jetzt zu Recht, wie zur Hölle konnte Jason das überleben? Und die Antwort darauf ist recht simpel und ein absoluter Klassiker im minderwertigen Storytelling.
Akzeptiert es einfach. Ich gebe euch ein kurzes Beispiel, wie gut Storytelling in Horrorfilmen sein kann. In dem Remake von The Evil Dead von 2013 versammeln sich Jugendliche in einer einsamen Hütte. Warum sollten sie das tun? Weil einer von ihnen einen kalten Drogenentzug machen möchte und dafür, nachvollziehbarerweise, an einen abgelegenen Ort geht, um einen Abbruch so schwer wie möglich zu machen. Diese Person wird dann von einem Dämonen besessen und macht ziemlich crazy shit. Die anderen erkennen darin aber anfangs nur das irrationale Verhalten eines Süchtigen, der gerade auf Entzug ist. Wie gut ist das bitte? Da stellen sich keine Fragen über das Wie und Warum, sondern das ist einfach alles stimmig, ganz im Gegenteil zu diesem Durcheinander von dem Freitag der 13. Franchise. Diese unaufgeklärte Unsterblichkeit von Jason schwächt diesen Charakter so sehr, es ist unglaublich. Wenn Jason sich an keine Regeln hält, wie soll man dann mitfiebern? Stellt euch vor, ihr sollt 2 plus 2 rechnen, aber die Regeln der Mathematik gelten nicht. Dann ergibt 2 plus 2 auf einmal Weltraumeinhörner mit Lasergewehren, nichts ergibt mehr Sinn und alles löst sich auf in einer willkürlichen Ansammlung von Belanglosigkeit. Spätestens ab diesem Moment konnte ich mit der mystischen oder menschlichen Figur oder was auch immer Jason sein soll, rein gar nichts mehr anfangen. Gut. Ich denke, ich habe jetzt ausführlich etabliert, dass ich diesen Film einfach nicht ernst nehmen kann. Was nicht so schlimm ist, weil der Film wollte sicherlich auch nie ernst genommen werden. We all just wanted to make it as good as we could make it. We didn't want it to be campy and stupid and as much as we could make it real and scary in that. What? Aus heutiger Sicht macht mich diese Aussage fassungslos. Ob der Film in den 80ern ein ernstzunehmendes Schockpotenzial hatte, kann ich nicht ganz abschätzen. Aber auch daran hege ich starke Zweifel. Der Filmkritiker Roger Ebert bringt es auf den Punkt. Friday the 13th, the final chapter, is 90 minutes of teenagers being strangled, stabbed, impaled, chopped up and mutilated. That's all this movie is. It's just mindless, bloody violence. Und genau das ist ja das Verrückte an Slasher-Filmen. Was der Filmkritiker diesem Film vorwirft, lässt sich sowohl von Seiten der Kritiker monieren, ist aber auch gleichzeitig die Argumentation, warum ganze Scharen an verrückten Slasher-Fans, und damit bist genau du gemeint, immer wieder voller Begeisterung ins Kino rennen. Obwohl diese Filme brutalste Gewalt visualisieren, gehen wir als Kinobesucher nicht in den Film, damit wir verstört oder sogar traumatisiert werden, sondern um positiv unterhalten zu werden. Wir erfreuen uns an den Effekten und sie machen uns nicht betroffen, sondern im Gegenteil, erheitern uns. Oftmals finden wir es sogar witzig und sind begeistert. Uff, Alter, einmal komplett abgeschweift und gerantet. Legen wir das zur Seite und kommen zurück zum Film. Eine Clique Jugendlicher macht sich gerade auf den Weg, um ein Wochenende in der Nähe von Camp Crystal Lake zu verbringen. Jeder der Charaktere ist ein hohles Abziehbild eines Klischees, nur Awkward Jimmy aka George McFly aus Zurück in die Zukunft schafft es noch, einen Hauch von Tiefe und Wiedererkennungswert in seinen Charakter zu gießen. Nachdem die Clique am Grabstein von Pamela Voorhees, also der Mutter von Jason, vorbeigefahren ist, gibt Wannabe Macho und Frauenversteher Ted dem guten Jimbo ein paar Tipps. Was hat denn die Schnepfe? So eine Miete, die braucht eben einen festen Griff, sonst spurt die nicht. Was sagt das über mich aus, dass ich diese Konversation überraschend realistisch finde? Auf dem Weg zur Ferienhütte sehen die Jugendlichen eine Tramperin. Dass die Jungs in der Clique verdammt toxisch sind, beweisen sie ein weiteres Mal. Komm, die nehmen wir mit, Paul. Wo sollen wir denn das Fass verstauen? Es folgt ein völlig kontextloser und extrem skurriler Kill. Die Tramperin gönnt sich eine Banane, Jason taucht plötzlich hinter ihr auf und sticht ihr ein Messer durch den Hals. Wir sehen sehr viel Gesabber und eine Frauenhand, die eine Banane zerdrückt. Stellt diese zerdrückte Banane womöglich Jasons Phallus dar? Ist er womöglich selbst nur ein Opfer einer hypersexualisierten Gesellschaft, in der er als impotenter Einsiedler nie einen Platz gefunden hat? Nein. Das ist einfach nur eine verkackte Banane. Die Jugendlichen kommen im Ferienhaus an. Gegenüber wohnt die Familie Jarvis, bestehend aus Trish, ihrem jüngeren Bruder und der Mutter. Tommy wird gespielt von Corey Feldman, der in den 80ern als Kinderschauspieler ziemlich abgeräumt hat. Mit Filmen wie Die Goonies, Stand By Me und Gremlins hatte er ein paar fette Blockbuster in dem Jahrzehnt. Damit er aber einen Freitag der 13. mitspielen durfte, musste er sich beim Casting richtig ins Zeug legen. I went, I did my audition. And then at the end of it, I remember my mom telling me, like, they just think you're too small. And, you know, it's not very believable that this little tiny kid is gonna pick up the machete and, you know, whack the hell out of this 6'5" bad guy. And I went, give me a machete. Let's give it a shot. And I think that was the end of it. Tommy ist nicht nur ein kleiner Weirdo, weil er seltsame Masken trägt und sein Zimmer voller professioneller Horrorrequisiten ist, die er definitiv von Tom Savini abgezogen hat, sondern er ist auch ein lüsterner Spanner. Kurz darauf kommt aber seine Mutter ins Zimmer und schließt, skandalöserweise, die Fensterläden. Du kleines Miststück.
Am nächsten Morgen können wir direkt wieder den weisen Worten von Frauenversteher Ted lauschen. Regel Nummer 1. Man darf sich niemals von derselben Schnecke zweimal abservieren lassen. Sex ist ein weites Feld. Da findet sich immer was. Und wie gerufen kommen dann auch plötzlich rattenscharfe Zwillinge auf ihren Fahrrädern vorbei, um sich der Gruppe anzuschließen. Alle gehen zusammen zu einem See und nach 27 Minuten sehen wir zum ersten Mal Titten in diesem Film. Der Rest der Meute zieht sich ebenfalls aus und springt in den See. Auch die Männer, obwohl das so nicht abgemacht war. The skinny dipping was very equal because when we were shooting it, we obviously as girls had to have no tops on. But then the boys go, we'll do it with no bottoms on as well. Und dann kommen auch noch Trish und Tommy vorbei und sehen das Getümmel im See. Dieser arme Junge, der wird einfach dem wollüstigen Treiben dieser Teenager, dieser notgeilen Teenager ausgesetzt. Ja, ist schwer. Es gibt Dinge, die brennen sich einfach ein. Biggest thing for me was boobies. You know, I was an 11-year-old boy. I'm like, I get to do scenes with boobies. Not much has changed. Trish und Tommy machen sich vom Acker, da verreckt ihnen die Karre. Zum Glück taucht der Camper Rob auf, der das Auto reparieren kann und sich mit den beiden anfreundet. In der Zwischenzeit sind die Party-Teenager wieder zu Hause angekommen und beginnen damit Alkohol zu trinken und zu tanzen. Und holy macaroni geht Jimmy ab. Alter, der hat ein paar sicke Dance-Moves. Moment, stopp. Auf diesem Kanal ist nur Platz für einen King of the Dance Floor. I challenge you to a dance-off. Es folgen endlos lange Szenen mit Teenager Love Drummer. Eine der Zwillinge macht sich an Paul ran, der ist aber an Sam vergeben. Die wird eifersüchtig und bla 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 bla. Das könnte interessant sein, ist es aber nicht, weil es so viele Charaktere gibt, die allesamt völlig underdeveloped sind, dass ich beim ersten Mal anschauen überhaupt nicht kapiert habe, wer da jetzt mit wem anbandelt. Ich meine, gebt euch das, die haben alle die gleichen Haare, tragen dieselben Klamotten und zwei von denen sind sogar buchstäblich Zwillinge. Hat man sowas schon gesehen? Reißt sich die einfach unter den Nagel. Dabei gehört sie mir. Sie gehört also dir, ja? Da schauen wir sicherheitshalber doch mal in die Besitzerurkunde rein. Naja, wer hätte das gedacht? Die gehört wirklich ihm. Weil sich die eine Zwillingsbitch an Sams Boy ranmacht, entschließt die sich, eine Runde schwimmen zu gehen. Nachts. Alleine. In einem einsamen Wald. In einem Horrorfilm. Showtime. Es gibt ein prächtiges Paar Titten. Warum ich wie ein 13-Jähriger die ganze Zeit über Brüste spreche? Gute Frage, lässt sich auch einfach erklären. Dieser Film hat leider Gottes nicht viel mehr zu bieten. Und ich versuche schon mein Bestes, dass dieser Film nicht so ganz schlecht wegkommt. Spätestens in meinem Fazit werdet ihr feststellen, wie gönnerhaft ich gerade bin, was diesen Film angeht. So, und jetzt weiter im Text. Es gibt ein paar prächtige Titten, die es sich in einem Schlauchboot gemütlich machen. Jason taucht auf und durchbohrt Sam mit einem Messer. In dieser Szene war nur der Kopf von der Schauspielerin echt. Vom Hals abwärts lag eine Attrappe in diesem Schlauchboot. Die Schauspielerin Judy Aronson war die ganze Zeit mit ihrem ganzen Körper unter der Wasseroberfläche für diese Szene, was ihr einiges abverlangt hat. It was hours and hours in the water. I was shivering so badly and it turns out that I had gotten hypothermia. And I was quite sick for several days after that. Sams Boyfriend bekommt ein schlechtes Gewissen und folgt Sam zum See. Da wartet aber kein Blowjob oder Versöhnungssex auf ihn, sondern eine geladene Harpune, die ihm in den Unterleib geballert wird. Karma is a bitch. Awkward Jimmy bekommt aus unerklärlichen Gründen dann als einziger ein bisschen Sex mit einer der Zwillingsbräute. Wobei, Moment. Die Gründe sind schon recht eindeutig, muss man sagen. Schaut euch das mal an, der hat einfach aus Erdnussflips ein kleines Tier gebaut. Welche Schnecke könnte da widerstehen? Die anderen finden unterdessen einen alten Ferkelfilm in der Hütte und schmeißen den direkt mal an die Wand. Einen Film an die Wand schmeißen. Das ist ein Satz, den hört man auch nicht mehr häufig heutzutage. Ich liebe die deutsche Sprache. Das Zwillingsluder, das sich an Paul rangemacht hatte, der ja zum See abgehauen ist, hat keinen Bock mehr und will sich vom Acker machen. Vor der Tür wird sie aber von Jason umgebracht. Offscreen. Lame. Die Mutter von der Nachbarsfamilie kommt unterdessen nach Hause und wird ebenfalls von Jason getötet. Auch offscreen. Doppel lame. Bei den Teenies tanzen weiterhin Brüste in Schwarz-Weiß auf dem 9mm Filmprojektor und nebenbei quarzen sie etwas Mary J. Der Schauspieler von Ted, Lawrence Monoson, hatte übrigens die glorreiche Idee, dass es doch verdammt realistisch wäre, wenn er wirklich bekifft wäre in der Szene, in der er auch im Film bekifft ist. Daher hat er sich vor der Szene einen Dübel reingezogen, was zur Folge hatte, dass er beim Dreh den Anweisungen des Regisseurs nicht mehr so wirklich folgen konnte. I'm a very
paranoid stone person, so it was the worst idea I could have ever done. Jimmy, der alte Erdnussflip-Konstrukteur und Womanizer, hat in der Zwischenzeit ordentlich Gas gegeben und seine Prinzessin beglückt. Die muss nach dem wilden Sex erstmal verschnaufen und sagt: Komm, bleib liegen, ich bin gleich wieder da. Und wir alle wissen, was dieser magische Satz bedeutet. Randy, erklär's uns doch bitte nochmal. Du darfst nie, niemals unter keinen Umständen sagen, ich komm gleich wieder, denn du kommst nicht wieder. Quod erat demonstrandum. Während Tina unfreiwillig Flugstunden bekommen hat, geht Jimmy zu seinem Bro Ted und zeigt ihm seine Trophäe, den Schlüpfer seiner Schnecke. Er will zur Feier des Anlasses noch einen Wein aufmachen, findet allerdings den Korkenzieher nicht. Jason ist aber hilfsbereit und reicht ihm den Korkenzieher sogleich an, direkt in seinen Handrücken. Weil sich Jimmy nicht so über seine milde Gabe freut, wie er sich das erhofft hat, verpasst er ihm dann noch einen Hieb mit einem Hackebeil direkt ins Gesicht. Aua. Das ist mein Lieblingskill aus dem Film. Als Jimmy nicht zurückkommt, steht Ted irgendwann auf und will nach ihm sehen. Als er vor der Leinwand steht, treibt ihm Jason von hinten ein Messer in den Kopf. Und auch die letzten beiden Teenies der Clique schnappt sich Jason direkt im Anschluss. Die waren gerade beim Vorspiel unter der Dusche, da kommt Jason und zertrümmert dem Boy mit bloßen Händen den Kopf. Das Girl erlegt er ganz Wikinger-like mit einer gut gezielten Wurfaxt in den Torso. Und damit sind alle tot, außer Trish, ihr kleiner Bruder, und Rob, der Camper, den sie im Auto mitgenommen haben. Als Trish und ihr Bruder nach Hause kommen und ihre Mutter nicht finden können, bekommen sie Angst. Sie gehen zum Zelt von Rob. Der eröffnet ihnen schließlich, dass er ein Serienkiller ist, der alle Teenager im Haus nebenan umgebracht hat. Was? Sowas traut sich Freitag der 13. mit den Erwartungen der Zuschauer zu spielen? Das ist ja fantastisch. Ja, nur dass es das eben nicht ist. Das habe ich mir eben ausgedacht. Rob ist natürlich kein Serienkiller. Oh. Lass mich raten, der wird jetzt einfach auch von Jason umgebracht. Ja, natürlich. Aber nicht, bevor er noch kurz sein Motiv ausplaudern kann. Anscheinend ist er der Bruder von Zandra Deer, die in Freitag der 13. Teil 2 ermordet wurde. Jetzt durchstreift er die Gegend auf der Suche nach dem Mörder. Mit dabei hat er zahlreiche Zeitungsartikel über Camp Crystal Lake und Jason. Und damit ihr merkt, wie bescheuert, dumm und inkonsistent das ist, seit dem Ende von Freitag der 13. Teil 2 sind maximal 2 oder 3 Tage vergangen. Der 4. Teil knüpft ja direkt am Ende von Teil 3 an. Bis die ganzen Informationen über Jason, seine Morde und die Opfer an die Presse kommt, hätte es mindestens ein paar Tage gedauert, ganz zu schweigen von dem ganzen anderen Zeug, was Rob in dieser kurzen Zeit alles recherchiert haben will. In einer Zeit ohne Internet? Get this garbage out of here. Genauso dumm wie sein Motiv stirbt er dann auch. Er geht mit Trish in das Mörderhaus und beschließt, in den Keller zu gehen. Als die beiden die Leichen entdecken, wollen sie fliehen, allerdings bemerkt Rob, dass er sein Messer im Keller vergessen hat, und dreht um. Was eine mehr als fragwürdige Entscheidung ist, in Anbetracht der Tatsache, dass Trish eine fucking Machete in der Hand hat. Ich muss das Messer holen. Aber das ist nicht das Schlimmste an der Szene. Im Keller lauert Jason, der sich danach Rob schnappt. Allerdings ist es da so dunkel, dass unklar ist, was genau Jason in diesem Darkroom mit Rob und seinem Arsch anstellt. Außerdem schreit er die ganze Zeit, dass er gerade umgebracht wird, als er gerade umgebracht wird. Was? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach mega schlecht. Wir nähern uns dem großen Finale. Trish rennt vorbei an einem gekreuzigten Teenager zurück in ihr Elternhaus zu ihrem Bruder. Sie verrammeln die Tür, das interessiert Jason aber herzlich wenig. Der nimmt einfach die Abkürzung durch das Fenster. Okay, pardon. Er wirft eine Leiche durch das Fenster und durchbricht dann mit seinem stählernen Körper trotzdem einfach die Tür. Das ist ziemlich badass, das gebe ich zu. Und das hat auch Corey Feldman bestätigt. Terror struck across my face, my heart, my every nerve in my body was on end. And I remember once we cut and that take was over, everybody took me outside. Are you okay? Are you okay? No! No, I'm not okay! Es gibt ein paar Scharmützel zwischen Trish und Jason, das alles mündet dann in einen krassen Stunt von Trish aus dem Fenster, der zufälligerweise einen tiefen Einblick auf ihren Schlüpfer zeigt. Junge, dieser Film nimmt aber auch jedes Höschen und jede Brust mit, die er in die Finger bekommt. Trish geht zurück ins Haus und es kommt zum Einzelkampf. Sie schlägt Jason mit einem Hammer gegen den Kopf und spaltet seine Hand mit einer Machete. Als Jason sie dann doch überwältigt und ihr den Rest geben will, taucht Tommy auf, um die Situation zu retten. Und wie wir wissen, ist Tommy ja ein kleiner Tüftler. Nicht ohne Grund hat er diverse Masken und elektronische Horrorrequisiten in seinem Zimmer. Deshalb konnte er auch auf die Schnelle eine Art Stromschocker aus der Mikrowelle bauen und damit Jasons Kopf zum Explodieren bringen. Ja, ich gebe zu, das ist nicht das richtige Ende, aber dieses Mal habe ich es mir nicht selbst ausgedacht, sondern das war legit eine Idee von Tom Savini, wie er im großen Finale Jason umbringen wollte. Wurde dann im Endeffekt etwas anderes. Aber ich finde die Idee mit der Mikrowelle auch ziemlich cool. Tommy rasiert sich die Haare ab, weil er in der Zeitung ein Bild von Jason als kleiner Junge findet. Danach ruft er zu Jason. Kennst du mich noch, Jason?
Junge, what the fuck? Woher soll der wissen, wie der als Junge ausgesehen hat? Der lebt seit 25 Jahren alleine in der Wildnis. Und so wie dieser Schmuck aussieht, würde ich jetzt mal nicht sagen, dass der häufig in Spiegel geguckt hat. Weil in diesem Film absolut nichts Sinn ergibt, fällt Jason natürlich auf dieses Ablenkungsmanöver herein. Trish nutzt den Moment, schnappt sich die Machete und schlägt Jason die Maske vom Gesicht. Wir bekommen einen guten Blick auf Jasons deformiertes Gesicht. Der Anblick ist aber nur von kurzer Dauer, denn Tommy treibt Jason daraufhin die Machete in seinen Kopf. Es folgt eine extrem gut inszenierte, sehr blutige Szene, in der Jasons Kopf gespalten wird. Well played, Tom Savini. Well played. Und dann ist Jason tot. Naja, eigentlich auch nicht so wirklich. Tommy muss danach nämlich nochmal Hand anlegen. Er verfällt in einen Rage-Modus und zertrümmert mit unkontrollierten Machetenhieben den Rest von Jasons Schädel. Und vielleicht liegt es daran, dass Corey Feldman ziemlich hohes Fieber hatte, als er diese Szene gedreht hat, aber der Junge wirkt absolut furchteinflößend dämonisch, als er Jason abschlachtet. Und obwohl man sich ja vorgenommen hatte, dass die Reihe mit diesem Teil beendet werden solle, hat man die Tür für eine Fortsetzung trotzdem weit offen gelassen. In der letzten Szene umarmen sich Trish und Tommy und der Film endet mit einem Close-up auf Tommys creepy Gesicht, was ganz klar impliziert, dass er der neue Mörder werden könnte für dieses Franchise. Naja, aber dass Jason dann doch nicht so final tot war, wie es in diesem Film dargestellt wird, das wissen wir ja bereits. Kommen wir zum Fazit und der Bewertung. Freitag der 13., das letzte Kapitel, ist vor allem eines: fürchterlich langweilig. Ich verstehe aber sehr gut, warum er in Fankreisen so beliebt ist. Der vierte Teil bringt die Grundformel des Slasher-Genres auf den Punkt. Es gibt Titten, brutale Morde und einen ikonischen Killer. Und das respektiere ich. Mit insgesamt 13 Kills setzt der vierte Teil einen neuen Rekord. Special Effects-Legende Tom Savini ist wieder an Bord und verwöhnt uns mit super inszenierten Morden, von Hackebeilen in Köpfen bis hin zu Knochensägen, die Hälse durchtrennen. Auch beim Pacing lässt der Film nichts anbrennen. Ab der ersten Sekunde gibt es Kills, Kills, Kills und wenn mal kein Blut spritzt, dann bestaunen wir völlig überzeichnete, triebgesteuerte, horny Teenager. Oder Brüste. Und trotzdem halte ich den vierten Teil für den bisher schwächsten. Alles in diesem Film ist vorhersehbar. Spannung kommt nie auf. Die Formel, ein Teenager verlässt den Raum, da kommt Jason und tötet ihn, wird hier wieder und wieder und wieder und wieder abgespielt. Mehr als ein müdes Gähnen habe ich dafür nicht übrig. Absolut nichts in diesem Film ist originell. Wie cool wäre es bitte gewesen, wenn der Charakter Rob auch ein Serienkiller gewesen wäre? Wenn er neben Jason auch auf Teenagerjagd gegangen wäre und wir bis zum Ende gedacht hätten, dass nur Jason der Killer ist, aber dann stellt sich heraus, es war der sympathische Rucksackwanderer Rob. Aber nein, Jason wird ohne jegliche Erklärung von den Toten zurückgeholt und häckselt sich nach Schema F durch notgeile Jugendliche. Und wenn wir schon bei Jason sind, warum sehen wir den so wenig in diesem Film? Jason in seiner vollen Pracht sehen wir kaum, nur am Ende in ein paar einzelnen Szenen, die man an einer Hand abzählen kann. Am Ende habe ich mir die Frage gestellt, reicht die Extraportion nackter Titten, gut inszenierter Kills und herrlich trashiger Dialoge aus, um diesen Film genießen zu können? Ich habe für mich entschieden, nein. Slasher-Genre-Fans haben daran wahrscheinlich ihren Spaß, ich finde Freitag der 13. das finale Kapitel zum Einschlafen langweilig und vergebe 3 von 10 Punkte. Das war's zu Freitag der 13. Teil 4. Was haltet ihr von dem Film? Schreibt's mir unten in die Kommentare. Ansonsten erfahrt ihr hier oben, warum A Nightmare on Elm Street das viel bessere Franchise ist. Hier unten gibt es noch ein anderes Video und ihr könnt diesen Kanal abonnieren. Dann freue ich mich, eure stählernen Körper jede Woche aufs Neue zu sehen. Ich kann es kaum erwarten. Bis dahin, auf Wiedersehen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ciao.